Pokalspiel gegen Fortuna Köln. Wir müssen nach Köln reisen. Aber das ist erst in knapp einer Woche. Ich hoffe, bis dahin werden noch ein paar verletzte Spieler wieder fit. Schauen wir mal. Vorher wollte ich aber nochmal in die Kartenverkauf gehen. Und da nochmal kurz was einstellen, dass die Ticketeinnahmen dann ein bisschen höher werden. Dann gehen wir mal auf das Spiel. Top-Zuschlag. Können wir jetzt mal die Preise erhöhen, mal gucken. Ändert sich hier aber nichts. Stehplätze finde ich über 20 Euro ein bisschen viel, aber Sitzplätze könnte ich immer auf 30 erhöhen. Dann gehen wir auf 20 bei Stehplätzen. Sitz auf 35. Immer noch ausverkauft. Dann versuchen wir es hier mal auf 40. Die Nachfrage scheint ja da zu sein. Und hier steht das gleiche ein. Dann sollte das passen. So, mal schauen, wenn es am Anfang nicht ausverkauft ist, gehen wir mit dem Preis wieder runter. Mal einen Test, ein bisschen mehr Geld einzunehmen. Ja, schon deutlich höher als das, was wir sonst kriegen würden. Dann nochmal kurz in die Stadion-Infrastruktur. Die ist hier, genau. Nein, Neubau will ich nicht. Infrastruktur, Stadion. So, hier nochmal reingucken. Bei ausverkauft. Wir haben derzeit 38.000 Zuschauer. Bräuchten also 30.000 haben wir noch nicht mal. Also brauchen wir höchstens 10 Toiletten im Moment. Immer freundlich und nehmen so viele. Und Nahverkehr gehen wir mal runter auf 20. Na komm, 18 reicht auch hin. Und sind die Kosten etwas gedrückt. Gastronomie. Da steht nicht, wie viel man braucht. Das bringt uns ja auch Geld. Und da lasse ich das mal eingestellt. Und dann lasse ich das erstmal so. Ist ja ausverkauft angemeldet. Reicht dann erstmal. Okay, Mannschaft nochmal kurz reingucken. Da sind unsere Verletzten, wovon hoffentlich noch ein paar bis zum Pokal fertig sind. Mit ihrer Verletzung und wieder fit zum Einsatz bereit. Oh, ich kann diesmal wen unterstützen. Bei der Jahreshauptversammlung. Den derzeitigen Präsidenten oder wen anders? Haben die sich schon vorgestellt? Nein. Ich weiß also nicht, was mich erwartet, wenn ich den jetzt unterstütze. Unser Status ist stabil, schon die ganze Zeit. Mit dem aber auch. Normal stabil. Soll ich neutral bleiben? Ich halte zu meinem derzeitigen Präsidenten. Obwohl... Ich halte mich da mal raus. Sportliche Ziele verkaufen wir aggressiv. Okay, der Kandidat hat kaum Chancen. Und der will unbedingt die Mannschaft verstärken. Er will ganz nach oben gucken. Aber wir sind doch schon ganz oben. Na gut, Präsident wurde wiedergewählt, alles gut. Abwehr halte ich für ausreichend. Internationaler Titel eher nicht. Überaltert. Ja, obwohl wir auch einige Jugendspieler haben. Neues Talent entdeckt. Boah, der geht ab. Leider hängende Spitze, aber sehr hart. Sankakli. Aber ist auch gleichzeitig Stürmer. Eingespielt. Sensationell. 9.7. Der ist doch erst noch, oder? Ne, der war schon. Schade. Wir sind ja schon im August. Aber den nehmen wir auf jeden Fall auf. Finn Stark wollen die kaufen. Nö. Jetzt mal da nochmal hoch. Hier auf 2,6 hoch. Neues Sponsorenangebot, da muss man auch mal eben hingucken. Opel. 86.000 ist super. 94. Ach, das nehmen wir. Nehmen wir mit. Gibt es noch irgendwelche Angebote für Namensrechte? Nein. Wir könnten ihm hier nochmal Freikarten, kann ich im Moment nicht verteilen, weil wir ausgebucht sind. Griffiths kann man, der ist eh verletzt, kann man zu Puma gehen und ein bisschen Werbung machen. Kann ich in der Jugend noch ihn rausschmeißen? Hier nochmal kurz reingucken. Die Mannschaft steht. Hier nochmal rein.
Es gab, hat immer noch nicht Geburtstag gehabt. Den würde ich gerne entfernen, aber da fehlen uns noch die Spieler für. Die sind stark genug, die drei. Okay, dann muss ich das erstmal so lassen. Mal kurz bei den Scouts reingucken. Der beobachtet immer noch Guido Buschstaller. Kann ich ja hier nochmal gucken, ob ich hier irgendwas tun kann. Hallenturnier abgeschlossen. Sponsoren für 10.000. Und da können wir auch nochmal Robert Schul losschicken. Dann passt das. Frank Hubert für 470. Der ist 800 wert. Warum soll ich den für den... Ich hab's vergessen einzustellen. Muss ich deiner machen. Oh, so weit unter Wert werde ich den ganz bestimmt nicht verkaufen. Meet and Greet. Ja, Sponsor fand das super. Mal schnell in die Verträge reingehen. Minimale Ablöseforderung auf Marktwert. Und dann erhöhen, 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 erhöhen. Das gleiche nochmal bei der zweiten Mannschaft. Auf Marktwert und Forderung, Marktwert und erhöhen, erhöhen, erhöhen. Will ja keinen loswerden. Nein, Finn Stark geht nicht. Alter, kann ich das Grundgehalt immer noch nicht erhöhen? Kann ich ihm einen neuen Vertrag anbieten? Nee. Oh oh, ich werde Ärger kriegen mit Dino. Ja, das war... Ich habe das hier nicht eingeschränkt und jetzt sind fast alle Karten weggegangen. Im Dauerkartenverkauf. Aber dadurch, dass das Stadion ja in der Saison dann fertig ausgebaut ist, kriegen wir dann auch höhere Einnahmen. So haben wir jetzt einmal kurz 4 Millionen gekriegt und werden erstmal nichts an Ticketverkäufen verdienen. Tut mir leid, Dino, es war zu spät. Scout ist zurückgekehrt. Dann gucken wir mal in die Scout-Liste. Er kann wieder... Das brechen wir ab. Er soll wieder sich um die Jugend kümmern. Genau. Jetzt muss ich nach Burgstaller suchen. Wo ist er denn? Da. 10. Oh, der ist zu schwach. Viel zu schwach im Vergleich. Nee. Hat sehr nachgelassen. Trifft doch kaum das Tor. Griffiths ist wieder fit fürs Spiel. Na dann. Anilaz wird auch wieder fitter. Griffiths kommt rein für Reese. Lopez erstmal auf die Bank. Willwald wird wohl spielen. Haben wir die beste Elf aufgestellt. Singh ist schlechter als dem hierbei. Iranchuk ist mittlerweile auch besser als Enrique. Ja, dann kann es losgehen. Was nehmen wir denn? Wir gewinnen das. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter, nehmen wir. Auf geht's. Das Spiel. Erstes Pokalspiel in dieser Saison. Erste Runde DFB-Pokal. Nach dem Supercup-Sieg. Ach, ist schon zwei Vereine gestellt. Sehr gut. Dem hierbei. Auf Griffiths und gefault gleichen Elfmeter. Wir haben Robert Schul dabei. Der wird's machen. Ich habe keine Bedenken. Auch auswärts macht er den rein. Eiskalt verwandelt. Jawohl. Robert Schul, erstes Pokaltor. Geht gut los hier. Super Attacke von Schul. Gutes Pressing, jetzt Griffiths auf dem Weg, setzt sich durch, geht an allen vorbei und zieht dann vorm Strafraum noch ab. Viel zu früh. Da haut Schul den Ball erstmal ins Aus. Ein
Chat kam gerade die Anmerkung, dass wir doch Singh verkaufen könnten, weil er jetzt noch was wert ist. Problem ist nur, mit dem habe ich gerade erst verlängert. Und ich habe ganz viele Spieler, die nicht verlängern wollen. Deswegen, erstmal muss ich den noch halten und gucken, wie es am Ende der Saison aussieht. Dieses Griffiths mit der Riesenchance und dem 2-0. Schön mitgenommen. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Demir Bay, was irrt der denn darum? Gut, dass Stark da ist und Schuhe mal wieder ins Seitenhaus klärt. Schon das zweite Mal, dass er den Ball da raushauen muss hinten. Günther gegen Kegel, kann ihn nur mit dem Foul stoppen. Gelbe Karte, so früh im Spiel. Das nicht gut, Christian Günther. Brettlow fängt ihn sicher weg, das war nicht gefährlich von Fortuna Köln. Griffiths versucht da Druck zu machen. Günther jetzt sehr aggressiv nach vorn. Kegel mit der Flanke. Aber Leisner haut ihn weg. Fortuna macht es aber ganz schön Druck da hinten. Cool auf dem hierbei. Griffiths wird gestoppt. Aber Mirancuk holt sich den Ball zurück. Wird gefault. Ball kommt zu Griffiths. Nachschuss. Ah, Tennstedt hält. Pelé auf Schul. Der zu Kerk. Weiter zu Mirancuk. Und faul. Klarer Freistoß. Mal gucken, wer schießt. Was muss Kerk eigentlich machen? Griffiths hat aber auch schon ein paar reingehauen. Ja, Griffiths wird's tun. Haut ihn direkt in die Mauer und Pelé mit dem Nachschuss nochmal abgeprallt. Tor war leer. Stark, gut reingehauen. Ich glaube, da war Pelé auch im Abseits. Schul auf Kerk. Griffiths. Wieder gefault. Es muss wieder Elfmeter geben eigentlich. Glück für Köln. Kerk über die Außen. Ah, das wird eine Ecke. Reingebracht, aber Tennstedt kommt raus und holt sich den Ball. Gleich Halbzeit, 2-0 zur Halbzeit, ist okay. Über die Außen sind die echt stark. Rahn jetzt wieder über links außen. Zieht von Leistner weg. Gut, dass da kein außergewöhnlicher Stürmer bei denen spielt. Sonst hätten wir echt Probleme hinten. Schul direkt auf Griffiths. Der setzt sich durch und schon wieder diese Grätsche. Auch Köln mag es gefährlich hinten. Geh mir bei. Wird gefault. Kegel. Auf Teuchert. Jetzt der Konter über rechts außen Krüger. Gute Chance nochmal für Köln vor der Halbzeit. Aber Stark ist da und klärt das Ganze. ...2-0 zur Halbzeit. Gute Führung. Kann so weitergehen. Günther werde ich aber runternehmen, Toljan dafür. Wechselt die Seite, Apia kommt rein. Brettlow und Engelhardt wechseln, damit der ein bisschen Erfahrung kriegt. Sehr gut weiter so. Und den letzten Wechsel hebe ich mir auf.
Stimmt, ich könnte den Einsatz nur so runterschrauben. Versuchen wir es doch mal. Es klappt eigentlich im Textmodus auch mal recht gut. Einsatz mal auf 50%. Muss Pressing auch mal zurückfahren. Kurzballspiel. Versuchen wir es mal. Vielleicht noch auch über die Außen spielen lassen. Was macht Engelhardt denn da? Riesenchance jetzt für Köln. Engelhardt klärt, Teuchert, Nachschuss drin. Ach Leute. Klarer Torwartfehler. Köpft den Ball zum Gegner. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. So, und nach diesem Anschlusstor, da merken die Spieler natürlich. Griffiths auf den Weg. Kommt vorbei. Setzt sich durch. Und dann im Strafraum den Ball verloren. Oh nein, Engelhardt wieder mit dem Kopfball. Aber diesmal ist Leistner da. Konter von Osnabrück. Ah, der Kopfball von der Strafraumkante, da war Griffiths sehr optimistisch. Super Chance, aber gut die Abseitswelle gestellt. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Dem hierbei. Weiter Ball auf Griffiths. Schul. Auf die Außen. Michanczuk jetzt mit der Riesenchance. Und er macht ihn. Schönes Tor. Alexei mit dem ersten Tor für den VfL. Wahnsinn! Was für ein tolles Tor! Ja, das war schon fast die Vorentscheidung. Könnten wir eigentlich auch schon den letzten Wechsel nehmen. Um so eine Spielpraxis gönnen. Ist mitten in der Flanke natürlich unglücklich. Könnte Riese nochmal bringen. Griffiths hat zwar das Tor geschossen, aber Riese braucht die Erfahrung. Griffiths Ball erobert, Schul. Scheitert. Jetzt die Konterchance für Fortuna. Schön die Abseitsfälle gestellt. Die Abseitsstellung noch mal ganz deutlich. Und jetzt wechselt er. Beide Teams wechseln. Wir haben den letzten Wechsel gezogen. Jetzt darf sich keiner mehr verletzen. Und wieder also die Abseits. Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Kegel. Ah, da kriegen sie nicht den Freistoß, weil Teuchert sich durchsetzt. Leistner ist da. Das Passspiel ist echt merkwürdig heute. Und da fast der, der Anschlusstreffer. Ausgleich noch lange nicht. Oh, und da kriegen sie den Freistoß. Nochmal eine Chance für Fortuna Köln. Was ist das denn? Eieiei, gegen die Latte und in die Arme von Engelhardt. Das hätte auch schief gehen können. Was ist denn mit der Mannschaft heute los? Die Handschuhe über die Außen. Will Reza anspielen, der steht da aber fast im Abseits. Und wieder Abseits. Wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Stand er im Abseits oder... Ah, die sind zweikampfstärker heute. Was geht denn da ab? Teuchert setzt sich gegen Leistner durch. Allein jetzt auf dem Weg. Engelhardt muss das klären. Und das schafft er nicht. 2-3 nur noch. Ja. Vielleicht den Einsatz mal wieder erhöhen. Was für ein Tor. Was für ein tolles Tor. Und jetzt ist es nur noch ein Torrückstand. Das war vielleicht keine so gute Idee mit dem Einsatz runterschrauben hier. Den schiebe ich mal wieder hoch. Pressing wird wieder aktiviert.
Lange Bälle. Ab durch die Mitte. Und wieder verlieren sie den Ball. Hier kann Pelé aber klären. Rehse versucht, damit Handschuhe mitzunehmen. Es klappt heute nicht so. Oh, da müssen wir aber noch mal einen genauen Blick drauf werfen. Knappe Entscheidung. Abseits ja oder nein? Ja, war abseits. Kurzer Ball auf Pelé. Fehlpass. Jetzt Schul auf Rehse. Rehse wird gefoult. Hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Freistoß. Oh, war nicht so schlecht. Leistner blockt den Ball ab. Noch 2 Minuten zu spielen. Kerk auf Rehse. Ah, kommt da nicht ran. Zu weit nach vorne gespielt. Kara nochmal über die Außen für Köln, aber Apia ist da, unsere Bank auf der rechten Seite. Das war's. Wäre nochmal ein Konter gewesen, den pfeift aber ab. 3-2 Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals. Sah in der ersten Halbzeit echt besser aus. Zweite Halbzeit nicht gut gelaufen. Köln kam zu Chancen. Haben sie auch eingeladen zu den Torchancen. Hier nochmal der Elfmeter. Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich. Die Direktabnahme von Griffiths. Und dann hier das leere Tor. Leistner greift auch nicht ein. Torwart hat einiges rausgeholt, das stimmt. Robert Schul, gutes Spiel gemacht. Auch Griffiths mit seinem Tor. Statistiken zum Spiel. Köln hat am Ende mehr Ballbesitz. Das war zu schwach von uns gemacht. Ergebnisse gehe ich jetzt nicht einzeln durch. Wir gucken mal, was uns als nächstes ausgelost wird. Auslosung, zweite Runde. Da drücke ich mal den Vorlauf. Dort sonst zu lang. Oh nein. Oh nein. VfL Osnabrück gegen den FC Bayern München. Das schon in der zweiten Runde. Das Endspiel aus dem letzten Jahr. Jetzt schon in der zweiten Runde des Pokals. Ich bin gespannt. Heißt das wieder, dass wir früh ausscheiden dieses Jahr? Hier sieht man es, VfL Osnabrück, erste Runde rausgeflogen, letztes Jahr dann nicht. Ist ja davor dann auch eine Runde weiter schon gekommen, letztes Jahr im Finale gewesen. Gladbach scheint nicht so die Pokalmannschaft zu sein in letzter Zeit. Auf- und Abwertungsrunde. Machen wir es mal normal. Oh, Lopez. Ärgerlich. Hannover wird grün angezeigt. Erstes Ligaspiel. Das sollten wir eigentlich gewinnen.